Hey YouTube, grüßt euch meine Twitch-Läuse zu einem weiteren Highlight-Hearthstone-Video aus den letzten Streams. Es waren jetzt am Wochenende eh nur ein, zwei Karten, die vorgestellt wurden. Insofern machen wir heute kein Card-Review. Das verschieben wir dann auf morgen. Also die ein, zwei Karten packen wir morgen in den Batzen mit rein. Dafür gibt es heute wieder Hearthstone-Action. Zwei Games gegen Bombwori. Einmal bin ich Priester und einmal bin ich Magier. Unterschiedliche Ausgänge, spannende und lustige Spielenden auf jeden Fall. Ich habe als kleinen Verbesserungsvorschlag wurde mir nahegelegt, noch ein bisschen Musik drunter zu mischen. Insofern habe ich jetzt in der YouTube-Mediathek, Audiothek lizenzfreie Musik mir runtergeladen und die habe ich leise dahinter gelegt. Insofern, das ist die Erneuerung, die wir das erste Mal jetzt stattfindet. Also auch da gerne Feedback zu, ist zu leise, ist zu laut. Wie auch immer, aber das ist jetzt das erste Mal, dass wir das testen. Also, viel Spaß mit dem ersten Game, nämlich dem Priester-Game. Es war zumindest eins dieser Hunter-Matches, die man gewinnen kann. Us wäre nice gewesen, Us hätte uns viel, viel Schaden erspart. Ja. Siehst du, jetzt sind wir hier auf Ogrema, Evostro, und jetzt habe ich verursacht zwei Schaden. Also auf den Standard-Spielplänen, also auf den ganz Standard-Spielplänen, hat er die langweiligsten Effekte, würde ich sagen. Also da hat er Gottesschild, giftig oder zwei Schaden. Auf diesen allerersten Spielplänen, da ist er am langweiligsten. Nicht, dass 2 Mana 2-2 macht 2 Schaden schlecht ist. Das ist völlig okay. Oder sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Aber ist halt nicht spannend. Okay. Besser als SI7 vom Rogue, ja, könnte man so sagen. Weil man halt die Combo nicht braucht. Oder zumindest gleich gut, wie auch immer. Ich meine, 2 Mana 2-2 oder 3 Mana 3-3 von Stats her ist ungefähr dasselbe, ne? Nervt ein bisschen, dass wir irgendwie keine Karten haben, um aktiv was zu machen. Ich meine, ja, wir sind Priester, ich weiß, aber so ein paar Karten haben wir eigentlich, die wir aktiv spielen können. Der Austauschschüler, den könnten wir, das macht aber auch nicht viel Sinn. Natürlich könnte ich den spielen, wenn ich wollte. Ja, aber im Krieger-Matchup sehe ich das nicht so wichtig. Ich hätte ihn gegen Schurken gelegt, aber gegen Krieger weiß ich nicht. Sehr gut. Okay, Leute, einfach nur für den Fun nehme ich jetzt mal Galakrond, weil ich da Bock drauf habe. Eigentlich war das. Ich habe das Deck genetdeckt. Es war, glaube ich, von Kleines Bier oder was. Dieser deutschen Tante da. Und da war eigentlich dieser 3-5er Stealth-Dämon drin. Der 2 Turns Dormant ist für 2 Mana. Also habe ich. Ich habe einen 2 Mana Diener mit einem 2 Mana Diener ersetzt. Ja. Ja.
Ich meine, er spielt ganz normal Bombori VV und wird halt einmal Galakrond drin haben. Was ja okay ist. Aber das wird's wohl sein, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mehr spielt. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Ich denke ja, VV, ja, genau. Damit er einfach Priestern jede Runde 3 Schaden drücken kann und mehr Druck machen, deswegen spielen die da. Also eigentlich, sie spielen es halt auch wegen Priestern gerade, glaube ich. Vielleicht noch Magier oder so. Oder auch, gut, vielleicht gegen alles auch, ne, aber... Ich muss jetzt ein zweites Mal invoken. Warte mal, ich habe erst einmal invoked jetzt? What? Warum? Ja. Hey Mozilla, also die Glocke kommt bei Follows und der Gong kommt bei Subs. Ja, das ist seit ewig ein Ritual. Anders wird da nichts aktiviert. Ja. Ich habe so eine Idee für ein Mind-Control-Ziel. Und ich habe eine Karte, die würde ich gerne Mind-Kontrollieren. Danke, Pink, für den Permit. Ja. Ja. Bits? Nein, Bits sind auch... Bits sind völlig glockenfrei. Bei Bits gibt es ein Glorious, wenn es genug Bits sind. Kann man machen, die Wein, ja, theoretisch ja, klar. Kundenservice, ja. Ja, Kundenservice wird hier immer schon klein geschrieben. Evostro, 10 Bits, mega, dankeschön. Ja. Wuhu! Ja. Wuhu! Okay. Ich meine, ich finde es ganz cool, dass wir zwei Diener ziehen, die halt gebufft sind. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Ja. Aber ich finde die Heldenfähigkeit halt nicht geil. Cool, dass er genau Krongs gezogen hat, die alte Bumsbirne. Aber, naja, gut, weg. Ja! Juhu! Aber guck mal, es gibt noch eine Bumsbirne. Es gibt noch so eine Bumsbirne. Ich möchte gerne den Prime Clown quietschen, der Ente. Also, ich möchte gerne den Prime entweder mit Seelenspiegel oder mit Mind Control. Das wäre nice.
Nein, Evostro, da Eskimo Callboy normalerweise eine Band ist, die ich versuche zu vermeiden, habe ich den Hype nicht mitbekommen. Und warum gibt es da einen Hype zu dem Song? Weil der Song so toll ist, oder was? Oder aus anderen Gründen? Oh wow. Okay, naja. Eskimo Callboy ist wirklich eine der Bands, die ich absolut nicht leiden kann. Ist ja okay, Evostro. Bevor ihr wieder. Ist völlig okay, Evostro. Aber ich brauch die nicht. Ja. Okay. Klar kenne ich Subway Quietschende Ente. Und ja, ich mag sie sehr. Ich habe sie auch hier in der Playlist drin. Paar Mal. Ist ja quasi, gehört ja quasi zum Inventar, auf was Festivals und so angeht. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob wir das. Wir müssen uns. Wir haben jetzt halt drei Bomben im Deck. Er hat noch Dr. Boom. Das wird kritisch. Ja, wir haben zweimal Apotheose. Das ist geil, aber. Naja, aber Quietschende Ente ist noch nicht so lange dabei, Evostro. 800 Punkte sind gar nicht so leicht zu erreichen. Also, ist nicht mal eben so gemacht. Ja. Oder habe ich da jetzt was falsch gesagt? Meine rein theoretisch, Leute, können wir das Game jetzt mit. Können wir jetzt gewinnen mit Seelenspiegel? Oh mein Gott, jetzt wird's dumm, glaube ich. Jetzt wird's richtig dumm, jetzt bin ich gespannt. Weil wir können wirklich gewinnen. Aber es ist natürlich ist super unwahrscheinlich, aber wir können. Ich geh pinkeln.
da bin ich mal kurz zwischendurch. Ich will euch gar nicht lange nerven. Ja, das war ja ein super tolles Ende, ne? Ich hoffe, ihr seid genauso getriggert wie ich. immer wieder, wenn ich das sehe. Ja, aber im Nachhinein ist es doch lustig. Ja, ich will gar nicht lange nerven. Es geht jetzt direkt weiter mit dem Magier-Game. Und da ist eine Eiskältefalle auf jeden Fall MVP. So viel kann ich schon mal spoilern und möchte ich spoilern. Oder die witzigste Karte, die gespielt wird. Ja, dann auch viel Freude mit dem Magier-Game. Das war Alex Faserwald. Völlig OP. Es ist halt eigentlich, es ist schwierig für einen Hunter, ein starkes Board zu clearen. Das kann ein Hunter normalerweise nicht. Außer mit Zephyrus und halt einmal voll von mir aus mit Veranus. Veranus war weg sogar. Er hatte Veranus ja schon gespielt. Dass er dann einen zweiten bekommt, ist natürlich echt ärgerlich. Insofern wäre es auch nur gerecht gewesen, wenn die Puzzlebox uns jetzt gerettet hätte. Also im Sinne von das Board geklärt. Da hätte ich mich nicht schlecht gefühlt. Doch ein Ziel. Mein süßer kleiner Ork. Hey Quash, grüß dich. Aber das macht doch auch Sinn. Ich meine, man kann das weißt du auch nur einmal machen. Man kann ja nur einmal retweeten. Man kann ja nur einmal folgen. Das Einzige, was Sinn macht, öfter zu machen, ist ja YouTube besuchen und ich glaube Insta besuchen, oder? Ja. Aber ja, ich meine, das ist die wenige. Ja, ich meine, es sind ja nur ein paar Punkte. Die meisten, es ist ja so, die meisten sehen das Giveaway. Machen dann schnell alles und dann vergessen sie es wieder. Die speichern sich das ja nicht und kommen dann jeden Tag wieder. Die sehen das, machen eben einmal mit, vergessen alles, dass es den Kanal überhaupt gibt und weiter geht's. Ja. Warum? Was musst du denn erlauben? Weil ich meine, ich habe ja das Ding nur erstellt, weil Mori, deswegen, was musst du denn erlauben? Also will Giet was wissen oder wie von dir oder? Mm-mm.
viele haben jetzt eigentlich mitgemacht? 221 Leute haben schon mitgemacht. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass es einfach nur Battlegrounds ist, Goody. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass der Spielmodus zum Addon, zum Anfang des Addons kommt. Ich denke mal, der kommt so noch ein, zwei Monaten, wenn das Addon raus ist. Okay, aber Mori. Das kommt, also wenn du draufklickst, dass du auf Twitter folgen willst, dann kommt da so ein Button oder was, wo da steht, dass sie das wollen. Ja, ist auch völlig okay, weil Mori kann ich auch verstehen. Das will ich gar nicht. Ich meine, dass sie die Tweets sehen wollen, was jetzt auch immer geschützt oder nicht geschützt heißt, ist ja noch wurscht. Ich meine Tweets sind eh öffentlich. Dass sie sehen wollen, welche Accounts man blockiert hat oder so, das verstehe ich halt auch nicht. Ja. Ich meine, eine E-Mail, dass sie die E-Mail wissen wollen, ist ja auch logisch, weil irgendwie musst du ja auch erfahren, dass du gewinnst, weil Mori, also dass sie eine E-Mail haben wollen, das ist auch klar. Lol. Wo lebt er noch? Twitch-Mail. Naja, meine Twitter-Mail und meine Twitch-Mail sind doch dieselbe, oder nicht? Also, natürlich nicht, also, oder? Also, nicht bei allen wahrscheinlich, aber... Dasselbe Passwort ist aber, ich meine, die Mail haben ja die meisten wahrscheinlich relativ selbe. Ich meine, wahrscheinlich haben viele Leute so eine Spam-Mail, also so eine Müll-E-Mail-Adresse, wo man alles macht, wo man halt zugespammt wird. Das haben wahrscheinlich viele Leute noch, denke ich. Aber ansonsten haben wir die wenigsten ja, glaube ich, wahrscheinlich 10 E-Mail-Adressen. Außer wenn man es beruflich vielleicht braucht, keine Ahnung. Ich habe jetzt ja auch 2 E-Mail-Adressen. Ich habe meine normale und ich habe meine Business-E-Mail. Business. Hey, Rusi, grüß dich! Hi!
Du wünschst dir von Pur Abenteuerland? What the fuck? Okay. An mir soll es nicht scheitern. Warum? Warum? Das ist... What? Ja? Wow, der Broll triggert mich gerade schon wieder. Okay, der Us ist nice. Okay, der Broll triggert mich, aber der Us, das Us Top Deck ist nett. Wenigstens etwas. Ah. Komm mit mir ins Abenteuerland. Die Reise kostet den Verstand. I hate Top Deck in the Top Decker. Naja, ist ja auch eher so Schlager, würde ich sagen. Also Schlager-Rock, keine Ahnung. Aber es gibt Schlimmeres als Pur. Also ich sag mal, im Sinne von viel Schlimmeres. Ja. Pur hat zumindest noch eine Gitarre. Neue Deutsche Welle würdest du Pur bezeichnen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Lass ihn bitte drin, Goody. Ja, lass ihn bitte drin. Okay, nicht schlecht, aber bitte töte Grommasch. Du musst Grommasch töten! Komm schon! Nein! Töte Grommasch! Nein! Aber das war... Ja! Nein! Aber das ist ja okay jetzt. Das war nicht schlecht. Mein Sohn, kommst du mit mir ins Abenteuerland? Ja. Das klingt schon wieder irgendwie falsch. Ja. Ah, wenn er Equality nicht gespielt hätte. Ich meine, einerseits war Equality nice, andererseits war Equality halt scheiß. One time nice, one time scheiß. Ich finde, den Song sollte Sabaton mal covern. Mein Sohn hat sich den Song gewünscht, da kann ich nicht nein sagen, VfS, es geht leider nicht. Wer sein 1-1er gewinnt, ich raste. Nein! Das ist jetzt der zweite Brawl, der sein Lack scha... Okay. Das ist jetzt wirklich lächerlich, Leute. Mann, ey!
Es sieht halt nicht schlecht aus, aber ich habe halt noch drei Bomben im Deck, ne? Und wenn man das so betrachtet, dann sieht es halt auch nicht so gut aus. Mir fällt auch gerade ein, dass Zephyrus und Rino nicht aktiv sind. Ich dachte gerade noch, Zephyrus und Rino wären aktiv. Aber sind sie ja nicht. Du willst Rosi in ein Loch stecken? Das war auch nicht so nett. Ich spiele jetzt Rino, weil... Passt auf, Leute, weil ich will so viel Buddy wie möglich aufs Feld bekommen, damit die Bomben halt mein Face nicht treffen. Ja. Ich brauche Buddies on the field. Wenn ich noch 3, 4, 5 Frostnoben hätte, ich würde ja sagen, wir können gewinnen. Okay, Leute, ich riskiere jetzt, dass wir Frostnova ziehen. Ich riskiere das jetzt. Ja, vielen Dank für gar nichts. Ich habe das Mana vergessen. Ich habe vergessen, dass wir ein Mana bekommen. Ich glaube, da hätte ich nicht Arcane Explosion genommen. Ich habe das genommen wegen dem Mana, aber das habe ich... Keine, mein Face! Keine! Ja, ich hätte auch drei Random Spells genommen, wenn ich bedacht hätte, dass ich Blizzard trotzdem spielen könnte. Da hätte ich drei Random Spells genommen, das habe ich vergessen. Ja. Wow, wie wir die Bomben gedodged haben, Alter. Wow. Meine, er hat nur noch eine Karte. Wenn wir das überleben können, Leute, wir können Rino Top decken, wir können den Prime Top decken. Rino Prime, wir können es schaffen, Leute, wir können es überleben, glaube ich. Ich glaube, wir können es schaffen, dass wir es überleben. Ah, das ist. Oder wir ziehen jetzt die Bombe. Wir müssen jetzt die Bombe ziehen, weil dann können wir Zephyrus spielen. Scheiße, er hat den Prime, ne? Ich hab vergessen, dass er den Prime hat. Er hätte nicht angreifen sollen. Ich hab nicht angegriffen wegen dem Prime, weil ich dachte... Ah. Nice! Ah! Hey, Dr. Barry K, kein Problem. Aber ich glaube, der wäre sogar in der Playlist gewesen. Den könntest du dir für 800 wünschen, Barrikade. Ich geb dir... Oh. Nein,
Das ist so geil. Das ist so gut. Meine, wenn wir jetzt eine Bombe ziehen. Ja! DG, DG, yo. Vielen Dank, DG. Dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.